Hallihallo und willkommen. Wir sind wieder vereint. Marco, wo warst du? Marco war in Prag. Oh, flieg nur weg, flieg nur weg. Auf einem Kurztrip. So, Kurz ja. Strip. Nein, Strip. Ich verstehe schon. Ja, wir sind hier auf unserem neuen, auf unserer neuen Map, unserer Hipster-Drehtür hier. Ja, denn wenn ihr zu Hipster seid und euch normale Türen zu Mainstream sind, dann macht ihr euch eine Drehtür in Minecraft. Und natürlich nehmt ihr da eine von uns, denn die Firma Minecraft G5 bringt einfach die Besten. Und ich rede heute viel und wie scheiße. Nee, Spaß, ich zeig sie mal einfach. So, wir machen sie mal an. Und ich glaube, es ist sehr laut. Und wie ihr seht, sie dreht sich. Sozusagen. Jetzt gehen wir durch. Und sie ist wieder aus. Und das cool, Ganze, oder? Das ist cool, cool. Richtig cool. Ich mach mal hier auf, damit man es besser sieht. Und drauf. Ja, so sieht's von oben aus. Also ich glaube, ihr könnt euch schon denken, dass einfach nur vier Türen sind, die ja auf und zu gehen die ganze Zeit. In einer Reihenfolge, also in so getimed immer im Kreis sozusagen. Und dadurch entsteht dieser Effekt, dass sie sich dreht. Einziger Nachteil ist, es geht nur im Uhrzeigersinn sozusagen. Also man muss theoretisch, damit es richtig aussieht, glaub, links durchgehen. So durch. Ja, geht auch. Ja? Dauert ein bisschen länger. Ja, genau. Du schaffst es nicht. Das ist ja wurscht. Also ja, doch, geht auch. In der Drehtür läuft man ja normalerweise immer in eine Richtung. Genau, also ja? die geht im Uhrzeigersinn. Und ja, mit der Druckplatte macht man sie an oder halt aus. Man kann es natürlich auch verändern, ne? Ja, nee, drehen kann man es eben nicht. Also in die andere Richtung geht's nicht. Ich weiß nicht warum, es sieht immer so aus. Das ist ganz komisch. Achso, ja, okay. Ich weiß nicht warum. Also es ergibt eigentlich keinen Sinn, das müsste eigentlich gehen, aber irgendwie geht's nicht. Und ja, unten sieht das Ganze so aus. Also es ist an sich nur eine T-Flipflop, die wir hier unten haben, die eine Clock aktiviert, die ihr auch schon kennt, mit dem Comparator und hat hier ein bisschen verlängert, die dann die Tür aktiviert. Das Ganze hier oben sieht ein bisschen freakiger aus, aber ich erkläre es euch mal, oder ich habe da mal was vorbereitet, denn an sich sieht es eigentlich nur so aus. Die vier Fackeln für die vier Türen drüber. Also noch so, da drüber sind die Türen. Das ist ja gar nichts vorbereitet. Ja, ich hab's schon im Inventory. Und an sich ist es einfach nur sowas. So. Also, hat immer einen Tick länger und ist halt verbunden mit der Glock und das Rad hat halt dann immer sozusagen in der Reihenfolge durch. Sieht nur ein bisschen anders aus da oben, weil da ich versuche ein bisschen kompakter zu bauen, da habe ich ein bisschen rumgetrickst, aber das ist an sich das Ganze. Und ja, an sich ist es schon nichts mehr. Also es ist schon eigentlich alles für die Tür. Das ist so cool. So cool. So cool. Ja, siehst du, Vicky, an sich glaube ich ganz lustig. Also es ist mal was, wenn man ein riesiges Hochhaus hat vielleicht auf seiner Map oder keine Ahnung. Also ja, an sich für Hochhäuser glaube ich passt am besten irgendwelche Malls oder so, die man vielleicht baut. Das ist sowas einfach ein bisschen cooler. Saugeil. Als die Standard-Eisentür. Und ja, ist an sich auch nicht so viel zu verkabeln. Ein Hotel oder so, genau. Ist ein bisschen laut, wenn es angeht, aber geht ja recht schnell wieder aus. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor Mobs gesichert ist. Das kann sogar auch sein, dass Mobs da gar nicht durchkommen. Also die checken die Tür gar nicht. Die versuchen es, glaube ich, gar nicht erst. Ja, das weiß ich nicht. Haben wir nicht ausgetestet. Warte. Myth-Busting hier. Ganz kurz ist da offen, aber ich glaube, das reicht nicht. Also ich glaube, Mobs versuchen da gar nicht erst durchzugehen. Könnt ihr ja selber mal testen. Haben wir gar nicht getestet. Und ja, das war's an sich schon. Ist ganz klein, ganz einfach. Nicht viel, auch wenn es hier ein bisschen tricky aussieht. War nur ein Versuch, es ein bisschen kompakt zu bauen. Vielleicht kann man es noch irgendwie kompakter bauen. Ja, dann macht doch gerne wahrscheinlich ein Tutorial in unserem Redstone Lab, wie ihr es wollt. Tutorial? Ja, können wir mal bauen, können wir mal bauen. Aber wie gesagt, an sich ist ja nur eine T-Flip-Flop für die Druckplatten. Die hat eine Clock aktiviert, die dann das Ding dadurch rattert. Also an sich echt nicht so schwer. Sieht cool aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.